Zu meinem neuen Video. Es geht wieder über Räucherpflanzen. Wir haben als erste Pflanze die Brombeere, Rubus. Die Brombeerblätter ziehen magisch Glück an, schützen die Liebe, helfen gegen stressbedingte Unruhe und Nervosität, ist für Liebesrituale gut geeignet. In Teemischungen zur äußeren Wundbehandlung, gegen bösen Zauber und Krankheiten. Ja, das mit den Wundbehandlungen würde ich jetzt nicht mehr machen heutzutage, da gibt es bessere Mittel. Aber ihr könnt die natürlich auch durchaus als Schutzpflanze verwenden. Ihr seht die Dornen, ne? Abwehr, Schutz. Die Hagebutte ist die nächste. Rosa Canina, die Hundsrose habe ich hier. Energie für Zauber, helle Energien, hilft bei magischen Unternehmungen, beruhigt die Psyche, entspannt. Positive Energien hatten wir gerade schon einmal. Lebenslust, magische Rituale werden durch Hagebuttenrauch unterstützt. Liebesräucherung für die eigene Sexualität, löst Blockaden, gibt Zuversicht, tröstet, schützt, stärkt die Aura. Öffnen des dritten Auges. Und außerdem ist er als Tee auch sehr lecker. Und natürlich gegen Abwehr und für den Schutz wegen den Dornen. Ne? Sieht man ja hier. Naja, heimisch oder nicht, es wächst hier bei uns das Pfaffenhütchen. Naja, wie heißt das auf Latein? Eonymus aeropaesus. Ach Gott, irgendwie so ähnlich. Parasitenvertreibend, Klarheit im Kopf schaffend, Sensibilität, magische Kräfte und Heilung. Und Glaube und auch Weiblichkeit. Und ansonsten würde ich es nur draußen räuchern und schon mal gar nicht essen. Ich kenne mich mit dem Verzehr der Pfaffenhütchen überhaupt nicht aus, deswegen nicht machen. Gar nicht machen. Die Mariendistel oder auch die Distel im Allgemeinen ist auch eine Schutz- und Abwehrpflanze, sieht man ja eindeutig, die will man jetzt nicht unbedingt knuddeln. Sie erfrischt den Geist, belebt, steigert die Kreativität und auch nochmal hier abwehrend wegen der Stacheln. Die ist richtig ungemütlich. Und außerdem auch schon durchgeblüht und trocken, aber ich finde sie schön. Zu guter Letzt der Ahorn, Arzer, Erker, Acer, wie auch immer. Lebenslust, Fröhlichkeit, Flugwünsche, Hoffnungen, Träume erfüllen, Menschen mit hitzigem Gemüt beruhigend, damit sie einen klaren Kopf bewahren, besänftigend, stresslösend. Anrufung der Naturgeister, vereinigt Gegensätze, klare Gedanken. Außerdem kann man wunderbar mit den Samen spielen, weil die so schön klebrig sind und es ist einfach eine super tolle Pflanze, die wir schon als Kinder immer kannten, wegen der Samen mit den Flügeln, die ihr hier auch seht in dem Video. Etwas holprig.